Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo. Wenn Trendy Sandy schon mal sagt, dass ihr eine Frage, ach, die ist ja witzig, die Frage, dann müssen wir die vortragen. Und es geht um Ammoniumnitritbelastung. Guten Tag, liebes Konnichi-Team. Ich würde mich interessieren, welcher Teichbereich am meisten mit Ammonium bzw. Nitrit belastet ist. Angenommen, die Koi ist schon überwiegend zwischen Teichoberfläche und 50 cm Teichtiefe, dann sollte doch dieser Bereich am meisten belastet sein mit Ammonium bzw. Nitrit. Oder ich habe in meinem Teich zwei Pumpen liegen, die den Teich einmal pro Stunde über den Filter schicken. Es wäre doch sinnvoller, wenn ich eine Pumpe auf 50 cm Teichtiefe hänge und somit das belastete Wasser schneller wieder in den Filter anbiete. Die zweite Teichpumpe bleibt am tiefsten Punkt für den Schmutzabtrag. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Grüße, Thomas. Was sagst du dazu? So einfach ist es nicht. Diese Moleküle sind schneller als die Pumpe. Das Thema heißt Diffusion. Und Diffusion übersetzt sich eigentlich am einfachsten oder erklärt sich einfachsten darüber, dass Teilchen mögen keine Nachbarn. Ja? Die sind nachbarschaftsscheu. Das heißt, wenn ich von einem Stoff eine gewisse Menge ins Wasser mache, geht es relativ zügig. Und dann verteilt sich der Stoff gleichmäßig im ganzen Wasser. Also so wenig, wie ich jetzt sagen kann, ich salze nur die rechte Teichhälfte auf oder ich mache nur in die linke Hälfte Calciumcarbonat. Ja, so wenig ist das mit dem Ammonium. Und die Fische schwimmen ja da durch. Die schwimmen eben, die stehen ja nicht nur da wie eine Kuh in der Anbindehaltung. Und dann hast du einen Teich, den du einmal pro Stunde austauschst. Da ist ja eine Riesenverwirbelung. Aber selbst wenn du das nicht tun würdest. Das reicht schon, was die Fische machen. Die, ja, aber auch ohne Ding. Diffusion. Die Diffusion ist brutal, die geht ratzfatz. Also beim Aufsalzen merke ich es immer wieder. Da muss man wirklich auf diesen Punkt gehen, wo Salz hochkommt, dass man einen höheren Wert misst. Aber wenn man an der Oberfläche oder in verschiedenen anderen Wassertiefen ist, ist es eigentlich immer relativ konstant. Klar. Wäre aber toll, wenn das so funktionieren würde. Ein Bodenablauf unten, dann gehen wir davon aus, der Kot sinkt komplett ab und oben saugen wir das Ammonium weg und das Kimmer macht dann noch den Unrat auf der Teichoberfläche. Vielleicht, wenn man die Koi anbinden würde. Oder dass die wie Katzen ins Katzenklo kacken, dass die Koi in so Absaugleitung reinatmen nach dem Fressen. Ja, also funktioniert leider so nicht. Nee, wirklich nicht. Ist aber nicht schlimm, nee. Weil während das diffundiert, passieren ja auch noch andere Prozesse, die dafür sorgen, dass das alles nicht so giftig und schlimm wird, wie es werden könnte. Und man muss wirklich aufhören. Wir haben natürlich, wir haben die Filtration, man hat Kot, man hat Ammonium, Ammonium wird zu Nitrit, Nitrit zu Nitrat, dann hat man noch Phosphat, dann hat man noch die Algenblüte, das ist in dem Bioreaktor. Man muss aufhören, die Biologie so zerlegt zu betrachten, so analytisch. Am Ende es ist eine große Blackbox, die, wenn sie groß genug ist und wenn da genügend Wasser reinkommt und da genügend Wasser raus und die Wasseraustauschrate funktioniert, dann funktioniert es irgendwie. Aber jeder Teich funktioniert anders, das können wir mit Gewissheit sagen. Das Einzige, was man wirklich auch gucken sollte, ist, dass für die Sedimentation das Wasser, entweder habe ich einen Trommelfilter, Papierfilter, wo die Wasserfließgeschwindigkeit dann auf den Filter ausgerichtet ist, oder für die Sedimentation, dass das Wasser in gewissen Bereichen ausreichend langsam fließt oder der Behälter ausreichend groß ist. Aber man muss sich da selbst von dem Ding lösen. Das eine ist Kot, das andere ist Ammonium. Weil wir haben jetzt wieder Verwerter vom Ammonium und vom Nitrit, die arbeiten 10-mal effizienter, wenn auch Kot dabei ist. Ja? Also man muss das alles irgendwie mehr als so das große eine betrachten. Blackbox. Also, vielen Dank, Thomas. Witzige Frage. Aber ich kann das verstehen. Am Anfang habe ich mir auch solche Gedanken zuhauf gemacht, bis ich irgendwann geläutert war. Das ist jetzt vielleicht nicht genau die Frage, aber man denkt halt über alles nach und versucht es zu optimieren. Schadet nichts, über Sachen nachzudenken. Ne? So. Ganz und gar nicht. Über den Tellerrand hinausschauen.